Seid gegrüßt, Kinder Sohls, und willkommen zurück zu einer weiteren Geschichtsstunde über das Aztani Council. Wir befinden uns 13 Jahre nach der Entwicklung des ersten überlichtschnellen Antriebs und wir sehen, mehrere Reiche wurden entdeckt. Unsere direkten Nachbarn waren uns freundlich gesonnen. Und hier oben gibt es militante Isolanisten. Heißen die so? Jedenfalls leben sie gerne isoliert. Und wir befinden uns in einem Bündnis mit der Galactic Quaeforce Commonality und versuchen, die Cornistian Colonies auch immer so ein bisschen dazu zu bringen. Und wir sehen, die Quaeforce Commonality würde mit Ja stimmen. Aber die Akzeptanz ist einfach noch nicht da bei den Cornistian Colonies. Und das könnte noch ein Jährchen dauern, bis das Ganze soweit ist. Wir können ja mal schauen, was das alles modifiziert. Die Basis minus 50, freundliche Haltung plus 30, spirituelle Suchende. Sind also dem Ganzen zugeneigt, sehr schön. Ihre Meinung ist bei plus 11. Und wenn wir uns das angucken, das sind also 10% des Ganzen hier. Und in 3 Jahren ist das Ganze also auf 12 gestiegen. Wir haben die Botschaft schon dort. Das könnte also, solange die Grenzkonflikte hier andauern, die im Moment bei minus 10 sind, könnte das Ganze sehr knapp werden. Sobald die Grenzkonflikte etwas abflauen, uns also nicht weiter in ihre Richtung ausbreiten, dann könnte das Ganze natürlich schon besser werden. Xenophobische Isolationisten, nicht Isolanisten, Isolationisten. Ja, das ergibt Sinn. Wieder ein korrektes deutsches Wort gelernt an der Stelle. Xenophobische Isolationisten möchten mit dem Rest der Galaxie kaum etwas zu tun haben. Sie bleiben lieber innerhalb ihrer Grenzen und machen mit Aliens so wenig Geschäfte wie möglich. Was natürlich blöd für uns ist, weil sie hier oben unser weiteres Vorankommen durchaus blockieren könnten. Wir sind hier auf diesen Übergang in den inneren Spiralarm angewiesen, wenn wir nicht bis zu diesem hier vorstoßen können. Und hoffen wir natürlich, dass unsere Freunde von der Quaeforce Communality da etwas wir würden von 6 ihrer Projekte etwas dagegen halten und sie würden von mehr Projekten eigentlich profitieren. Gibt der anderen Partei. Genau, also eigentlich würden sie von uns profitieren, denke ich. Wenn ich das richtig interpretiere. Also sie sind schon dafür, dass wir ihnen Technologie geben, sind aber dem Ganzen uns Technologie zu geben vollkommen abgeneigt. Und ich weiß nicht genau warum. Ich meine, wir sind jetzt alle Freunde und so. Wie dem auch sei, jedenfalls. Auf Akmalakan sehen wir, werden Korvetten der Sothlock-Klasse gebaut im Moment. Und die Oberfläche könnten wir ein bisschen aufbrezeln. Ja, zum Beispiel hier mit Energie, die uns ja immer so ein bisschen fehlt. Da müssen wir die nicht irgendwo orbital erzeugen. So, im Moment sind wir dabei, uns von den Piraten, die Haneri in Schutt und Asche gelegt haben, etwas zu erholen. Unsere Konstruktionsschiffe, wir sollen hier also wieder aufbauen im Moment. Der Akmalakan-Schwarm wächst fleißig an, so dass wir hoffentlich bald nach Rastaban fliegen können. Amira liegt inzwischen übrigens auch in unserem Raum. Dadurch, dass wir, dass die Regierung galaktische Ambitionen hat. Also der Akmalakan-Schwarm fliegt nach Akmabuko.
Ein Schiff ist schon fertiggestellt worden dort. Wo befindet er sich denn? Achso, er kann doch hier mal sich reparieren lassen. Unsere Forschung gedeiht auch prächtig. Was haben wir hier? Reparaturen abgeschlossen am Akmalakan-Farm. Und sie befinden sich jetzt fünf Schiffe Construction im complete. Orbit. Was haben wir fertig? Bau abgeschlossen. Der Raumhafen von Akmalakan. Ah, gut. Der Akmalakan-Schwarm, also einsatzbereit. Ja, kann jetzt. Special project complete. Moment. So, der Akmalakan-Schwarm fliegt hier ein. Ja, und soll Ziele angreifen. Die Flottenhaltung ist passiv, okay. Kontakt hergestellt mit den United Benok Technocracy. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten, haben wir Kontakt mit den United Benok Technocracy hergestellt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten wurden eingestellt. Wo befinden die sich denn? Oh, hier oben. Und die blockieren den Zugang auf dieser Seite zum nächsten Spiralarm. Und sie scheinen uns überlegen zu sein. Achtung, fremdartige Wesen, Direktor Slukradeb hat mich leider dazu erwählt, United Brain of Technocracy in einem diplomatischen Belang eurer primitiven Zivilisation gegenüber zu vertreten. Wir beabsichtigen, Technologien zu erforschen, die euer schwächlicher Verstand nicht verstehen kann. Kommt uns nicht in die Quere. Sehr schön. Sternreisende, begrüßen euch als Gleichberechtigte. Dann können wir direkt mal schauen. Ach, wir haben eine Botschaft mit Ihnen. Nein, hat eine Botschaft bei. Ah, okay. Sind uns überlegen, sowohl in Flottenkapazität als auch in Flottenstärke, aber nicht in der Technologiestufe, was Debris mich analyzed. Ein bisschen überrascht gerade. Und sie haben keine besonders gute Meinung von uns. Sie halten uns für spiritualistische Narren. Außerdem sind sie xenophob. Ja, fanatisch materialistisch. Und ihre Einmischungsrichtlinien sind komplett anders als unsere. Aber wir können ja trotzdem mal einen Nicht-Angriffspakt anbieten. Nope, daran sind sie nicht interessiert. Migrationszugang erlauben sie nicht. An einem Forschungsabkommen sind sie auch überhaupt nicht. Oh, die sind uns aber wirklich weit voraus. Wie wäre es denn mit einem Austausch von Sternenkarten? Nope. Also die wollen auch gar nichts mit uns zu tun haben. Wollt ihr vielleicht Mineralien tauschen? Gegen Energie so ein bisschen? Nein, ich glaube, die haben einfach keine Energie. Mal sehen, wie sie über einen zivilen Grenzzugang denken. Nee, gar nicht. Okay, gut. Also, die mögen uns nicht, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Und ihr Heimatsystem, wie es aussieht. Oder? Kann man das sehen? Was ihr Heimatsystem ist? Boah. Wir haben eine Menge Kolonien schon. Schon fünf Kolonien. Puh. Ja, kein Wunder, dass sie uns überlegen sind. Gut, okay. Trümmer analysiert. Physikforschung, Ingenieurforschung und Nanokompositmaterialien. Erforschen wir die nicht gerade sowieso? Ja, tun wir. Ja, perfekt. Das heißt, sie werden jetzt viel schneller fertig. So, und
Das Forschungsschiff macht gleich weiter in Haneri. Nicht sehr gut. So, unsere Flotte ist in Rastaban eingetroffen. Und wird jetzt hoffentlich dieses Ziel angreifen. Flottenbefehl erfüllt. Eine Bergbaustation beschlossen. Aha, wir müssen uns ganz kurz kümmern. Um Akmalakan. Wir brauchen eigentlich eher Mineralien als Energie im Moment, aber das relativ billig ist. Relativ. Bauen wir hier ein Kraftwerk. So, sehr hübsch. Und dann sollten wir vielleicht auch hydroponische Gärten oder sowas bauen. So, die Narwal. Was haben wir denn hier? Nimberwal, okay. Ich finde, die Narwal könnte durchaus. Was haben wir hier? Sothleba ist hier. Und baut noch. Ach, die baut wahrscheinlich eine Forschungsstation, hoffe ich. Keine Ahnung. Ach nein, ein Beobachtungsposten. So, gut, okay. Wir kümmern uns hier um den Akmalakan-Schwarm. Eine Flotte bestehend aus 6 Korvetten mit der neuesten Technologie, die unserem Reich zur Verfügung steht, zu diesem Zeitpunkt. So, unsere Konstruktionsschiffe, beide ohne Befehl. Beobachtungsposten gebaut. Bergbauposten. So, dann gehen wir mal zur Narwal. Die kann nämlich hier im Ushminaria-System direkt eine Bergbaustation bauen, damit wir wieder Kristalle bekommen. So, und die Sothala war, könnte zum Beispiel nach Hanari fliegen. Um dort Unsinn zu betreiben. So, der Akmalakan-Schwarm nähert sich. Dieser Außenposten, gigantische 2500 Trefferpunkte. So fährt der Akmalakan-Schwarm überhaupt nicht. Ich hoffe, sie machen nicht so viel Schaden. Also der Außenposten. Okay, da ist der Kampfbericht. Wir scheinen unterlegen zu sein. Das heißt, wir werden uns bei Gelegenheit zurückziehen müssen. Oh ja, jetzt schießen uns hier schon unsere erste Korvette. Haben die überhaupt Schaden? Ah, nicht so richtig. Also, sie ballern uns wahnsinnig schnell unsere Schilde weg. Scheinen aber gegen den Rumpf nichts ausrichten zu können. Debris analyzed. Okay. Die Nimberwal kann schon mal hier einfliegen. Nanokompositmaterialien. Ein gewaltiger Fortschritt. Ja, gerade erwähnt. Das ein bisschen im Auge behalten, damit wir uns zurückziehen können, bevor die erste Korvette erledigt wird. Kann man auch einzelne Schiffe zurückziehen? Ich denke nicht. So, halb zerstört haben wir ihn. Unsere Korvette lebt noch. So, KI-gesteuerte Kolonieschiffe wurden erforscht. Aktive Gegenmaßnahmen. Point Defense. Sehr cool. Verbesserte Deflektoren, auch ziemlich cool, ein bisschen teuer in der Forschung im Moment. Ein Energiehub. Schaden 2 bis 3 ist halt gegen Raketen und ähnliches gerichtet. Genauigkeit 40% nur. Cool. Verbesserte Deflektoren.
Ich denke beinahe. Die Point Defense ist nützlicher, weil wir es ja noch mit zwei Flotten zu tun haben. Dieser Separatisten und Extremisten. Das sieht gut aus. Ich denke, diesen Konflikt wird das Astani Council gewinnen, ohne ein Schiff einzubüßen. Ach, hier kann man es natürlich auch sehen. Research complete. Und eine weitere Forschung abgeschlossen. Nanokompositmaterialien. Herrlich, verstärkte nanokomposite Rumpfplatten bieten eine zusätzliche Schutzschicht, die in Gefechtssituationen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann. Unsere Crew soll also geschützt werden. Atomraketen? Nee. Betarian-Raffinerien für eine strategische Ressource. Nützlicher als Weltraum-Torpedos. Ich meine, Torpedos, ja, Offensivwaffen, bla, 100% Schildpenetration. Wäre also durchaus eine sinnvolle Ergänzung zu unseren Lasern. Allerdings, Betarian-Raffinierung. Na, vielleicht eine ganz gute Sache. Das nehmen wir. Und dann beobachten wir weiter diesen Konflikt. Oh, beziehungsweise kurz gehen wir zu Sotlava. Die in Haneri. Oh ja, das lohnt sich. Eine Bergbaustation für 4 Kristalle errichten kann. 4 Kristalle, oh, das dürfte unserer Produktion einen ordentlichen Schub geben. Situation Log updated. Tatsächlich. Haben alle Schiffe des Akmalakan-Schwarms überlebt. So, meine Rasterbahn. Ja, wir sind schon dran. Gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. Flottenbefehl erfüllt. Der Akmalakan-Schwarm kann sich also zur Reparatur zurückziehen. Und der Wissenschaftler Nuvatscha hat eine neue Stufe erreicht. Wer ist denn der gute Mann? Anführer. Hier muss er irgendwo sein. Ah, der Chef der Physikforschung. Sehr gut, da hinken wir etwas hinterher. Hier werden gerade die Trümmer analysiert. Wir sehen es. Wie sieht es eigentlich auf Davy Jalin inzwischen aus? Sehr schlecht. Ah nein, gar nicht. Nicht so schlecht, wie ich dachte. Gibt es also schon. Durchaus eine zweite Population. Xenophil, pazifistisch, spiritualistisch, noch keine ethische Abweichung festzustellen. Auf Akmalakan wurde fertig gebaut. Ah, mehr Energie. Sehr hübsch. So, also Energie im Moment ganz gut. Aber in Ushminaria. Spendiert uns ein paar Kristalle, bitte. So, und damit hat das Astani Council tatsächlich die Piraten auf seinem Gebiet besiegt. Debris analyzed. Sehr schön. Aktive Gegenmaßnahmen plus 10%. Ah, sehr gut. Das erforschen wir ja sowieso gerade. Physikforschung angekurbelt, Ingenieurforschung
angekurbelt. Wir sehen also aktive Gegenmaßnahmen. Hat einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Sehr schön. So, gibt es hier... Oh ja, wir können... Nein, können wir nicht. Wir kommen da nicht hin, weil Gardria immer noch besetzt ist. Na, Flottenbefehle. So, dann kann die Nimbabal wieder in den Orbit des Raumhafens in Akmabuko einfliegen. Da haben wir Freunde. Der Akmalakan-Schwarm ist repariert, befindet sich jetzt auch im Orbit. Oh, was war das gerade? Ich hoffe, ein Fehler. So, gleich können wir uns mit Kristallen totschmeißen. Hoffe ich. Bald. Können wir eigentlich? Ich meine, wenn ich hier so ein Forschungsschiff habe. Das war nicht das, was ich wollte. Aber wir können damit auch nichts machen, tatsächlich, ne? Nein. Kristalle dort. Die Nawal hat auch gerade den Bau abgeschlossen, muss aber noch ein bisschen warten, bis wir wieder Ressourcen haben. Also unsere Konstruktionsschiffe im Moment nur halbtätig, während wir wieder dabei sind, unsere Mineralienproduktion anzukurbeln. Aber das Ganze sollte jetzt sehr viel schneller gehen, je mehr Mineralien wir hier abbauen können. Und dann brauchen wir natürlich der Wissenschaftler Gob. Ist der Anführer der Ingenieurforschung. Hat sich auf Raketenbau spezialisiert. Etwas, das wir im Moment nicht wirklich erforschen. Und inzwischen können wir ja mal in den Diplomatie-Screen schauen. Minus 39, die Beziehungen verbessern sich also langsam. Und die Kolonien. Plus 118, das ist gut. Also die Grenzkonflikte lassen langsam nach. Nein, tun sie nicht. Ach, Kontakt. Ein Jahr ist wieder um. Mehr sogar. Deswegen. Also nächstes Jahr können wir eventuell diese Jungs zur Allianz einladen, beziehungsweise zum Bündnis. Entfernung von giftigem Seetang. Wir brauchen eine neue Forschung. DNA-Mapping, Feldproduktion plus mehr Nahrung, die Lebensdauer aller Aztani würde steigen. Beseitigung von wilder Tierwelt, auch eine gute Sache. Biodiversitätsstudien für ein Biolabor. Was macht denn das Biolabor? Achso, das ist so eine Forschungseinrichtung. Und jetzt schauen wir, bevor wir das entscheiden. Was ist das? Sozialforschung. Ja, wissen wir. Also wilde Tiere entfernen im Moment keine Priorität. Es reicht uns, wenn wir den Seetang irgendwie entfernen können.
gut. Dann also das DNA-Mapping für mehr Nahrung, größeres Wachstum der Bevölkerung. Wie vorausgesagt, unsere Konstruktionsschiffe sind noch nicht fertig, aber wir haben genug Mineralien zur Verfügung, um die nächste Bergbaustation anzuschubsen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir ausnehmend gut. Aha. Wer seid ihr? Die Imperial mögen uns auch nicht. Sind es ein despotisches Imperium, friedfertiger Händler? Händler, sagt ihr? Das Befehl erfüllt, sehr gut. Warum kümmern wir uns gleich? Also ich würde euch vielleicht einen Nicht-Angriffstag packen. Ne, den schätzen die gar nicht. Sternkarten. Würde ich euch geben. Austausch für richtig viele Mineralien. Das ist super. Wie sieht es denn mit einem Forschungsabkommen aus? Würden wir davon profitieren? Oh ja, erheblich. Gut, aber wir schnappen uns erstmal ein paar Mineralien. Austausch gegen Sternkarten. Das wäre gut, wenn das durchkommen würde. So, inzwischen die Sattler-Bar. Wo findet sie sich hier unten? Ich kann hier diese Bergbaustation errichten. Wer kennt ein gutes Geschäft, wenn wir sehen, dass das Imperial Ukta-Bando-System akzeptiert eure Bedingungen? Sehr gut. So, damit können wir hier auf diesem wunderbaren Planeten sorgen wir hier für Wachstum? Oder machen wir das vielleicht lieber auf Akmalakan, wo es sich etwas mehr lohnt? Ja, ich denke, hier werden wir eine hydroponische, eine Hydrokulturfarm bauen. Kostet auch eins Energie. Kostet alles Energie. Wie bekommen wir denn da 2? Na gut, ein bisschen in Wachstum zu investieren. Kein schlechter Plan an und für sich. So, dann könnt ihr auch gleich hier hinkommen und arbeiten. So, Flottenbefehl erfüllt. Bergbaustation abgeschlossen. Können wir denn noch Dinge bauen? In Briscoe nicht. Oh, hier in Elamir. Können wir gleich Bergbaustationen bauen? In Briscoe sollten wir dringend in unser Reich integrieren. Weil das einfach ja eine mögliche Transferroute zumindest ist. Man könnte natürlich auch über Nashira und Tarazed gehen. Also vielleicht nicht ganz so dringend, wie ich eben dachte. Und als nächstes steht dann, leider, eine Erweiterung der Raumflotten auf dem Programm. Ja, mit 9 Komponenten versehen natürlich. Und das können wir noch machen, bevor ich mich von euch verabschiede für heute. Ah, das haben wir gerade gebaut. Fernhus, wahrscheinlich der Chef unserer Bioforschung.
Was brauchen wir? Wir brauchen Physikforschung. Ja, dann flieg doch bitte nach Shira. So, und bevor ich mich von euch verabschiede, schauen wir nochmal auf die Forschung. Aktive Gegenmaßnahmen in 3 Monaten. Da wird das Design dann also sowieso nochmal überarbeitet, aber die Korvetten der Sothlock-Klasse können natürlich inzwischen Nanokompositpanzerung mitführen. Müssten dann hier müssten wir also Schilde einsparen. Können wir dann einen von den beiden austauschen? Nein, können wir nicht. Also mehr Panzerung als Schilde. Dann in der Iteration. Und vielleicht sollte man dann auch den Rumpf austauschen. Boah, defensiv, super defensiv. Gegen 3S1, gegen 3S-Slots. Können wir mal schauen. Genauigkeit ist auf den kleinen Lasern besser. Dafür ist die Reichweite erheblich geringer. Aber wenn wir die Korvetten natürlich mit kleinen Waffen ausstatten, mit 2 kleinen Lasern, statt einem großen, dann treffen sie besser. Haben eine Chance, wenigstens noch halben Schaden anzurichten, die gar nicht so gering ist. Bis 18 und 5 bis 10. Ah, ist der Schaden natürlich schon günstiger. Hier ist der Maximalschaden höher. Aber für Korvetten, wenn wir bald da hinkommen und Zerstörer erforschen können, wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Auf kleinere Rümpfe zu setzen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Achso, ich wollte eigentlich gucken, wie hoch da... Ja, ist egal. Machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass euch die Strömung des Universums gewogen sein werden und wünsche euch bis zum nächsten Mal einen wunderschönen Tag. Macht's gut.